B2.5. Bestimmen Sie rechnerisch den Umfang U der Vorlage. Zuerst skizziere ich mal ein, was ist eigentlich hier der Umfang? Wir haben einmal den Kreisbogen AO, wir haben die Strecke OR, wir haben die Strecke RQ, die Strecke PQ und hier nochmal den Kreisbogen AP. RQ kennen wir mit 5,2 cm, das wissen wir aus der Aufgabe. 2.0 aus der Angabe. OR haben wir schon berechnet, und zwar in der Aufgabe 2.3. Das waren die 2,8 cm. Damit ist auch PQ 2,8 cm lang, weil dieses Trapez ist ja gleichschenklig. Was jetzt also noch fehlt, ist der Kreisbogen AO. Den können wir dann einfach verdoppeln, weil der Kreisbogen AP ist ja genauso groß, genauso lang. So, wie komme ich jetzt da drauf? Als Hinweis haben wir eigentlich hier einen kleinen Tipp stehen, nämlich Teilergebnis heißt, der Winkel OBA sind 100,54 Grad. Das heißt, ich zeichne jetzt einfach mal diesen Winkel OBA ein. Dieser Winkel hier. Also dieses Teilergebnis sagt uns eigentlich, wir müssen diesen Winkel irgendwie berechnen. Was natürlich jetzt hilfreich ist, ist diese Strecke BO, die hier jetzt eingezeichnet worden ist. Ja, warum? Weil wir dann hier wieder, dann nehme ich eine Farbe dazu, weil ich dann natürlich hier wieder mein schönes Kreisstück bekomme. Und dieser Kreisbogen AO kann natürlich wieder über die Kreissektorformel berechnet, nicht Kreissektor, sondern Kreisbogenformel berechnet werden. Die steht in der Formelsammlung drin, mit der wir dann eventuell weiterkommen. Aber zuerst nochmal der Reihe nach durch. Also, Umfang gesamt berechnet sich aus dem Kreisbogen AO, haben wir gesagt, mal 2, weil der AP genauso lang ist, plus OR, hier können wir auch sagen, mal 2, weil die Strecke PQ genauso lang ist, plus die Strecke RQ. So, OR und RQ kennen wir schon, Kreisbogen AO müssen wir noch berechnen. Das war jetzt nicht so schön. Also Kreisbogen AO ist, ist gleich. Und in der Formelsammlung finden wir jetzt die Formel 2 mal Pi mal Radius. Radius ist die Strecke BO bzw. BD bzw. BA. Der ist also bekannt, mal. Und jetzt kommt dieser Öffnungswinkel ins Spiel. Das ist genau dieser Winkel OBA. Öffnungswinkel geteilt durch 360 Grad. Und da merken wir, an dieser Stelle brauchen wir eben den Winkel, der in diesem Teilergebnis drin steht. Ja, also da sehen wir schon, wir sind auf dem richtigen Weg. So, wie kriege ich jetzt den Winkel OBA raus? Möglichkeit 1, ich suche mir Dreiecke, wo dieser Winkel drin ist und in dem ich möglichst viel berechnen kann. Problem hier, ich kann vielleicht hier so mal zum Dreieck ergänzen, aber es bringt mir irgendwie nichts. Ich kenne zwar AB und ich kenne BO. Ne, BO kenne ich. Doch, BO kenne ich, ist ja 6 cm genauso lang wie BD. Aber die Strecke AO kenne ich nicht. Und Winkel sind mir jetzt auch keine bekannt, die hier drin liegen. Das heißt, es bringt mir wirklich im Prinzip nichts. So, wie könnte ich weitergehen? Ich könnte versuchen zu zerlegen. Irgendwas zu zerlegen. Der Winkel OBA, der hier unten, lässt sich ja zerlegen in diesen Teilwinkel plus diesen Teilwinkel. Den zweiten hier, den kenne ich schon, das sind die 60 Grad, die wir jetzt mittlerweile schon ein paar Mal angesprochen haben, wie im gleichseitigen Dreieck. Dann bräuchte ich jetzt noch den Winkel, dann könnte ich die beiden zusammenrechnen. So, dadurch erhalte ich jetzt ein neues Dreieck, nämlich das da. Das Dreieck BOM. Überlege ich mal, was kenne ich da drin alles? Die BO, die kenne ich mit 6 cm. Die MB, die kenne ich schon, die ist 3 cm lang. Und die MO, die kenne ich ja auch schon. Nämlich unter 2.3 muss man die berechnen. Schauen wir uns kurz nochmal an. 2.3, die Strecke MO. Wo haben wir sie? Steht hier. MO ist gleich 4,2 cm. Ja, die haben wir auch schon berechnet. Also können wir sie auch wieder hernehmen. Damit kennen wir alle drei Seiten in einem Dreieck. So, schauen wir uns an, was ist das für ein Dreieck? Es ist nicht rechtwinklig. Das bedeutet, es funktioniert nur der Sinussatz oder Kosinussatz.
Für den Sinussatz bräuchten wir noch Winkel. Also einen weiteren Winkel bräuchten wir auf jeden Fall noch. Ja, einer ist gesucht, einen weiteren bräuchte man. Funktioniert also nicht. Bleibt der Kosinussatz übrig. Von Kosinussatz brauchen wir drei Seiten und einen Winkel. Der Winkel ist gesucht, die drei Seiten sind bekannt. Damit kann ich diesen Teilwinkel, diesen OBM, ohne Probleme berechnen. So, ich schreibe das jetzt mal wie folgt auf. Wir haben gesagt, der OBA lässt sich berechnen aus Winkel DBA plus Winkel OBM. DBA ist bekannt mit 60 Grad, aber der OBM eben noch nicht. Das heißt, der Winkel OBM lässt sich berechnen aus, jetzt haben wir gesagt, Kosinussatz. Beim Kosinussatz fangen wir immer mit der Seite an, die gegenüber des gesuchten Winkels liegt. Also hier liegt mein Winkel, den ich suche, also muss ich auch mit der Seite gegenüber anfangen. Das bedeutet, MO Quadrat ist gleich, und jetzt die beiden anderen Seiten, BM Quadrat plus BO Quadrat minus 2 mal BM mal BO mal Cosinus des Winkels OBM. So, bekannte Größen einsetzen. MO waren 4,2, ist gleich BM sind 3, also 3 Quadrat plus 6 Quadrat minus 2 mal 3 mal 6 mal Cosinus von Winkel OBM. Mal Winkel, Kosinus Winkel OBM. So, jetzt müssen wir nach dem Winkel OBM auflösen. Funktioniert entweder ganz einfach mit dem Solver oder ich forme per Hand um. Das kann ich eigentlich gleich in einem Schritt alles machen, indem ich sage, der Winkel OBM ist nichts anderes als, jetzt starte ich mit der linken Seite, also 4,2 Quadrat. So, dann sehen wir, diese beiden Dinger müssten wir jetzt eigentlich auf die andere Seite rüberbringen. Das heißt, minus 2 Quadrat und minus 6 Quadrat. Dann sind sie schon mal aufgeräumt. So, dieser Teil hier ist mit einem Mal angeschlossen. Das kriege ich weg, indem ich dadurch teile. Also minus 2 mal 3 mal 6. Und jetzt muss ich noch das Cosinus wegbringen mit Cosinus hoch minus 1. Das bedeutet, ich muss den ganzen Dinger nochmal packen, weiter rüberschieben und hier Cosinus hoch minus 1 davor schreiben. So, das kann ich jetzt in jeden Taschenrechner eintippen und dann kommt für den Winkel OBM eine Größe von 40,54 Grad raus. So, jetzt wird es einfacher. Der Winkel OBA ist damit 60 Grad plus die 40,54 Grad. Und das sind die 100,54 Grad, die übrigens auch im Zwischenergebnis stehen. Schauen wir uns noch an. Hier heißt Teilergebnis 100,54 Grad. Passt also. Als nächstes kann ich das also für meinen Kreisbogen AO verwenden. Ist nämlich 2 mal Pi mal BD sind 6 cm mal jetzt die 100,54 geteilt durch die 360 Grad. Das kann ich jetzt wieder auch ganz normal in den Taschenrechner eingeben. Habe ich noch gar nicht ausgerechnet, das Zwischenergebnis. Also mache ich schnell. 2 mal Pi mal 6 mal 100,54 durch 360 sind dann 10,53 Zentimeter. So, damit haben wir alles für unseren Gesamtumfang. Also U ist gleich, ja, hier oben steht es ja nochmal. Wir brauchen AO waren 10,53 Zentimeter mal 2, weil AP war ja genauso lang. Dann hatten wir OR mal 2. OR waren 2,80 Zentimeter. Wie gesagt, steht in der Aufgabe 2,3 mal 2. Und hinten dran noch die Strecke RQ, die steht in der Angabe 2,0 mit 5,2 cm.
So, das rechnen wir jetzt noch zusammen und dann kommt eine Größe von, muss ich auch noch schnell ausrechnen, 31,86 cm raus.